steht schon einer Model hier am Moselufer. Wir hatten heute Morgen 7 Grad. Mittlerweile wird es wärmer sein, sicher 9 Richtung 10. Aber die Nebelschwaden ziehen noch übers Wasser. Und da oben in den nebelverhangenen Weinbergen sind die Weinbauern schon wieder dran. So, jetzt starten wir. Ziel ist Klotten. Komoot sagt 56 Kilometer. Auf geht's. Puh. Jetzt ging es hier aber gewaltig hoch, aber mit der höchsten Stufe von der Unterstützung ging es dann. Da hinten liegt Reil, wo ich gerade gestartet bin. Und hier sind wieder die Moselpflanzen. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann, da hinten dieses Hangviadukt, diese Bögen, das ist das Hangviadukt bei Pünderich. Schade, dass kein Sonnenschein ist. Aber vielleicht sieht man es noch mal besser. Mal gucken, aber irgendwo muss ich ja dann, da kann ich doch nicht lang, da muss ich doch auf die andere Seite. Muss ich aber mal gucken. Also, bis später. Immer geht's hoch. Wir sind jetzt bestimmt schon 400, 500 Meter hochgekraxelt hier. Nach unten kann man nichts mehr sehen. Wir sind hier oben im Nebel. Uiuiuiui. So. Was ist denn hier? Da, Nebel, nur Nebel. So, jetzt scheint es hier wieder abwärts zu gehen. Jetzt muss ich die Kamera weglegen. Jetzt brauche ich beide Hände zum Bremsen. Hier sind wir jetzt also wieder an der Moselschleife. Unter uns ist jetzt das Hangviadukt. Da unten links kann man sehen, verschwindet die Eisenbahn im Tunnel. Da drüben, das ist Pünderich. Toller Blick von hier oben. Und ja, da irgendwo hinten weiter bin ich hergekommen, da geht es nach Trier. Gut, dann wollen wir mal sehen, dass wir weiter abwärts kommen. So, hier jetzt nochmal in vollem Blick auf einem Foto die Moselschleife bei Pünderich in voller Gänze beim Morgennebel. Na, das hat sich doch gelohnt, hierauf so zu rumpeln. Jetzt geht die Tour durch den Wald hier. Das ist ja Wahnsinn, ist ja ein Abenteuer hier. Gar nicht langweilig, super. Das gefällt mir, eine super Tour. So, was steht hier alles dran? Wo müssen wir hier hin? Marienburg, Prinzenkopf, Alf. Zell, Maria, aber mal gucken. So, das ist jetzt die andere Seite von der Mosel. Da unten auf der linken Seite, auf dem linken Ufer ist Alf, am rechten Ufer ist Bulay. Ich könnte jetzt das Stückchen eben wieder zurückfahren bis zu den Schildern
und dann direkt runter nach Alf fahren, dann hätte ich jede Menge abgekürzt. Und hier geht der Weg weiter, um die gesamte Schleife der Mosel zu fahren. Was mache ich jetzt? Also, das ist, glaube ich, eine Abkürzung von 10 Kilometern. Das ist ja verführerisch. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Da vorne höre ich einen Bagger. Da steht auch schon eine Pylone. Die sind ja irgendwann am Wühlen. Ja. Vielleicht komme ich da gar nicht durch. Also, ich fahre runter nach Alf. Ah, da unten fährt auch gerade die kleine Fähre, die Alf und Bulley verbindet. Aber ich bleibe hier auf der linken Seite, auf der Alf-Seite. Ja, dann fahren wir also jetzt runter nach Alf. Hoffen wir, dass das nicht allzu steil ist. Wir wollen mal gucken, ob wir den Alf treffen. Ich könnte hier alle 50 Meter anhalten und die Aussicht genießen, fotografieren, filmen. Da unten ist die Doppelbrücke, oben die Bahn, unten die Autos. Sieht man auch nicht alle Tage. So langsam lichtet sich der Nebel, geht er hoch und dann darf die Sonne kommen. Schön. So, runter ging schneller als rauf. Man höre und staune. Alf habe ich auch hinter mir gelassen. Und da vorne in Alfstand chillt bis Cochem 30 Kilometer. Klotten liegt noch 5 Kilometer hinter Cochem. Das wären dann 35 Kilometer. 7 Kilometer habe ich schon. Also ich habe, Komoot hat gesagt, insgesamt wird die Strecke 56 Kilometer oder 58. Also ich habe jetzt, dadurch, dass ich diese Schleife da um den Berg rum mitgemacht habe, bestimmt 15 Kilometer gespart. Also eine gute Stunde. Ich muss schon wieder anhalten. Das ist doch auch wieder ein Blick wert hier. Guck mal, die Wolken da vor dem Berg. Ich mache mich jetzt wieder auf den Weg. Kommt die zweite Herausforderung für heute. Auf den Kalmont oder den Brem. Brem Kalmont heißt der Berg. Das muss da oben sein, wo die Wolken sind. Und von da aus gibt es dann wieder ein, hoffe ich, einen fantastischen Blick über die Moselschleife. Herrlich. Na, da bin ich schon mal gespannt. Da muss ich mal gucken, ob ich mir vorher noch irgendeine Massage hole für die Waden. Und wenn nicht, muss es ohne gehen. Gut, weiter. Das ging aber wieder nuff jetzt. Außer Atem, aber ist das nicht ein herrlicher Blick hier? Ist das nicht traumhaft schön? Und dann jetzt mit dem blauen Himmel und die Wolken vor dem Berg. Ich bin begeistert. Ich bin schlichtweg begeistert. Ist das geil. Ui. Meine Güte.
so stark. So, da die Serpentinen müssen wir hoch. Uff. Jo, schaffen wir schon. Da geht's jetzt weiter rauf. Ich bin noch nicht da. Über den Höhen des Hunsrücks. Ich stehe hier auf der Eifelseite und habe den Blick rüber über den Hunsrück. Unten im Loch muss die Mosel fließen. So, nochmal ein Blick unten auf Bremm und die Mosel. Das ist die gute Nachricht, die schlechte Nachricht. Ich komme hier auf dem Weg nicht weiter. Ich muss den gesamten Weg durch den Wald wieder runter und dann da hinten die Straße, die man da am Berg sieht, die Serpentinen wieder runter. Na, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass ich wenigstens da hinten die Sache abgekürzt habe. So, das ist also die Moselschleife bei Bremm. In seiner vollen Größe. Und ich bin hier oben am Gipfelkreuz. So, ein Blick über die Höhen, herrlich. So, jetzt bin ich aus dem Wald wieder raus. Jetzt geht es die Serpentinen wieder runter hier. Da bin ich mal gespannt, wie viel Umweg statt nachher in der Summe waren. So, da oben bin ich gewesen. Von da bin ich gekommen. Und das waren jetzt 15 Kilometer um. Na, das waren dann die 10 Kilometer, da hatte ich ja das, was ich heute Morgen gespart habe, schon fast wieder verbraten. So, die Mosel fließt so schön sanft vor sich hin. Auf der anderen Seite ist die Klosterruine Stuben. Und ich habe schon gedacht, die Römer hätten da was vergessen abzureißen. Weiter geht's Richtung Cochem. Auch wieder extreme Steillage. Immer zwischen den Felsen die Reben noch gesetzt hat. Wahnsinn! Wahnsinn! Das ist unser Moselradweg. Und so geht er weiter, der Moselradweg. Herrlich. Immer weiter. Oh, gefährliches Pflaster hier. Munition von oben. Traumhaftes Wetter heute. Aber man weiß nicht, ob man die Jacke anlassen soll oder ob man sie ausziehen soll.
So, hier kommt wieder eine Burgruine. Was macht das denn sein? So, leider führt der Radweg jetzt hier an der Straße lang. Wahrscheinlich bis Cochem. Dazu pfeift auch noch ein ordentlicher Ostwind. Das heißt also mir auf die Nase. Aber schauen wir mal. Hier ist das Moseltal etwas weiter. Da drüben ist die Flachlage. Und hier ist wieder die Steillage. Da drüben liegt die Moselflotte und wartet auf das Wochenende. Ja, am Wochenende habe ich gesehen, sind hier in vielen Orten Weinfeste. Da wird sie ordentlich rund gehen. So, da drüben ist Beilstein. Da bin ich vor 3 Jahren, 4 Jahren schon mal mit meiner Reha-Gruppe gewesen. Und da oben ist die Burg. Netter kleiner Ort. Moment geht es wieder an der Straße lang. Ja, ich schätze mal bis Cochem. Ist ja nicht mehr weit. 3-4 Kilometer oder so. Jetzt sind wir in Cochem. Da oben ist die Burg. Aber der Ortskern, der geht noch unterhalb der Burg, glaube ich, fängt er erst an. Sozusagen Cochem City. Ja, so zeigt sich Cochem. Herrlich im Sonnenschein. Ja, richtig schön, wenn der Verkehr hier nicht wäre. Da ist er wieder. Der Musikdampfer. Ah, hier kommen wir wieder in Leben. Hier kommen wir wieder unter Leute. Also die City von Cochem, die spare ich mir mal heute Nachmittag. Ich fahre direkt durch nach Klotten ins Hotel. Machen mich doch frisch. Noch frischer als ich schon bin. Abendessen. Und so weit ist das nicht. Und vielleicht fahre ich nach dem Abendessen mit dem Rad nochmal hier nach Cochem und gucke, ob ich einige Nachtaufnahmen mit den Lichtern hier noch aufkriege. Klotten feiert, aber doch nicht, weil ich komme.
Die feiern höchstens morgen, wenn ich wieder abfahre. So, da wollen wir mal unser Hotel suchen. Klotten an der Mosel. Kochen bei Nacht. Fahrradfahrt durch das nächtliche Kochen.